Hey Leute, und da seid ihr ja wieder zu einer weiteren Let's Play Folge LS17 auf der Map Silver Suzum Finale. Vielleicht wird's heute unsere letzte Folge, da müssen wir mal sehen, wie lange wir es schaffen. Wir hätten die anderen vielleicht doch 5 Minuten länger machen sollen, dann hätte es gepasst. Aber ist nicht schlimm, wir haben uns in der letzten Folge mal was geleistet, ein Challenger. Boah, das ist doch ein Geschoss, aber jetzt fängt es hier schon an zu spinnen. Jetzt fängt es schon wieder an zu haken. Aber mal gucken, wir bringen jetzt noch das letzte... Hallo? Ach ja, Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß. Ich hab's durchgemacht. Sorry, Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Jürgen, wie ihr wisst es, das Finale ist natürlich mit Jürgen. Jürgen ist dabei. Ich habe ihn gerade nur nicht angekündigt, weil ich wusste, ihr habt ihn vermisst. Ihr habt ihn vermisst und er hat sich angekündigt. Stimmt, Entschuldigung, Leute. So, jetzt verkaufen wir mal kurz den... Wir verkaufen kurz den Striegel. So, jetzt haben wir 30.000. Ey, wir wären doch auf knapp. Ja, wenn Jürgen noch fleißig verkauft, vielleicht kommen wir noch auf den Preis. So. Jetzt komme ich mal wieder zum Hof gefahren. Ja, auf dem Hof. Wir können ja einfach mal jetzt durchgucken, was auch auf dem Hof steht. Gewichte brauchst du gerade noch? Ja, ne? Nein, das kann weg. Gut, Frontlader? Frontlader kann weg. Die Gabeln können weg. Also kann alles weg. Ja. So, Leute, jetzt verkaufen wir das mal so, was wir halt nicht machen wollen, aber ich fahre ja nicht für ein Gewicht her. Zack. Ich fall langsam die Augen zu, die Nachtarbeit war hart. So. Ach, den musst du mal abschmeißen, den Frontlader. Kann ich nicht. Achso, Moment. Ich krieg ihn aber nicht runter von der Gabel. Hast du ihn einfach nur abgekoppelt? Ich krieg ihn nicht. Ich hab ihn jetzt abgekoppelt. Jetzt ja, weg, jetzt ist er ist weg. Er musste nur vom Fahrzeug runter. So, das ist so. Dann also sind jetzt nur noch die Ballen da und dann haben wir es geschafft. Naja, die jungen Leute ruhen sich aus, die alten Keulen. Ah, du musst es so sehen. Du sitzt auf einem Trecker, der genauso alt ist wie du. Ich fühle mich älter. Und ich Jungspund, hab mir mal was Schönes geleistet, was ich mir noch nie geleistet habe. Willst du die letzte Fuhre mit einem Trecker fahren, den du schon immer wolltest? Nein. Ach so. Nein? Nein, ich fahre jetzt in Deutsch jetzt zu Ende. So, sonst hättest du jetzt gesagt, sonst würde ich nochmal schnell einleihen. Ja, du kennst ja meinen. Warte, wir gucken rein. P, welcher war das? Der Fendt, ne? Moment, lass mich mal gucken. Oh. Den hat er noch nicht mal drauf. Ne, ach, dieser große Deutz, ne? Den hat er noch nicht mal drauf. Ist das dieser nagelneue Deutz, der große, ne? Warte mal. Den hat er nicht drauf. Habe ich nicht? Nein, hast du nicht. Welcher? Simulator Fendt, ist es gewesen. Ne, den habe ich, glaube ich, nicht drauf. Nein, lass willst du denn sonst einen von denen? Nein, lass mal. Zwei Fuhren, die fahre ich noch mit dem Kleinen hier. Aber ich glaube, dieser Challenger in echt, der muss doch so eine... So das ist eine Granate. Ja, wenn der was zieht, der muss doch alles ziehen können eigentlich. Das ist eine Granate, also... ist was für Großgeräte. Ja. Hast du eigentlich das Big Pack Paket eigentlich mal gespielt? Nein. Ne, ich auch nicht. Und ich muss zu meiner Schande gestehen. So, ist doch keine Schande. Das Strohwerbungs-Addon, was ich mir unbedingt zu letzten Weihnachten gewünscht habe, habe ich nicht einmal gespielt. Was? Ne. Ich wollte es ja eigentlich in diesem Let's Play spielen, mir erarbeiten. Ich habe es mir bisher nicht einmal erarbeitet. Also ich habe es mit drauf, ich konnte es nicht platzieren. Weil das hier schon platziert ist. Wo ist das hier platziert? Das muss irgendwo, also ich habe letztes Mal in Let's Play gesehen, das muss hier irgendwo platziert sein. Wo? Das kann ich nicht sagen. Hier, aber du kannst jetzt den nehmen, Jürgen. Warum ist der schneller?
Nö, aber zieht ein bisschen besser. Dann bringe ich den schon mal weg. Oh, du hast echt wirklich die kleinste Karre hier. Ja. Aber der geht doch ab mit 41, 42. Auf jeden Fall, ich habe, wie gesagt, ich habe in Let's Play gesehen, die Map, nicht die Map, das Haus, wo du das alles herstellen kannst, glaube ich, oder die Halle, die ist hier verbaut standardmäßig, aber du musst das Spiel auch starten, also wenn es anfängst neu mit der Map, mit dem Mod direkt. Ja, habe ich doch gemacht. Ja, ich habe das nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es bei Burning Gamers, der spielt das ja auch. Aha. Der hatte das gesagt, wenn du das, die Mod ja, hast. Ich weiß. Deswegen bei der nordfriesischen Marsch brauchst du ja nicht, da ist es ja fest verbaut. Okay. Ja, da kriegst du ja Pelle, die dann genau. Raus. Ja. Habe ich letztes Mal meiner Frau erzählt, dass ich das immer noch nicht gespielt habe. Oh, ja. Nee. Oh. Ja, aber ich. Lass doch nicht machen. Ich hatte irgendwie nie das Geld reingeschietet, weil ich mir immer arbeiten wollte. Dann war ich bei einer Map, die mir auch gut gefallen hat. Das war, glaube ich, hier, keine Ahnung, welche das war. Und dann bin ich auf diese Map umgestiegen. Also, mal gucken. In LS19, jetzt die ersten zwei Maps, die ich spiele, ja, Ravenport, das ist ja das Streaming-Projekt. Das kommt einmal die Woche nur raus. Aha. Ich probiere einmal die Woche wirklich zu streamen. Diese Woche ist das am Mittwoch. Also morgen Abend gegen 22 Uhr mache ich wieder so eine Stunde, zwei. Letztes Mal waren es, glaube ich, fast zweieinhalb. Aber am letzten Freitag, da hatte ich 7 Zuschauer. Dann war es mal wieder 5, mal wieder 3, dann mal wieder 2. Zum Schluss waren es, glaube ich, nur noch 2. Gut, da muss ich auch zugestehen, die Grafik, die hatte ich echt schlecht eingestellt. Ich hatte auf 600, ich hatte falsch meine, diese Upload-Rate hatte ich falsch eingestellt. Ich dachte, wenn man 12 Megabyte Upload hat, stellt man das so hoch wie es geht, aber ich soll das lieber so auf 6 bis 8 stellen. Das hatte ich falsch gemacht. So, und ja, und jetzt morgen kommt wieder ein neuer Stream raus. Ich probiere einmal die Woche, ich kann keinen festen Tag sagen, weil das unterschiedlich ist, so wie gerade es zu Hause alles passt. So, verkaufen. Deswegen kann ich nicht sagen, wann der Stream kommt, aber einmal die Woche kommt. Und derzeit kommt noch dreimal die Woche Felsbrunn. Gucken wir mal. Gehen wir mal hier hin, besuchen. Kommt derzeit Montag, Mittwochs und Freitag kommt Felsbrunn, weil das derzeit noch gut läuft und auch die Leute das gern wahrscheinlich gucken wollen. Das sehe ich ja an den Klickzahlen. Gut, die erste Folge hat glaube ich, mittlerweile 130, 150 Klicks. Ist nicht viel. Ich weiß, für so einen großen YouTuber, das ist ja, das macht er in den ersten 30 Sekunden. Aber für meinen kleinen Kanal 130 Klicks finde ich eigentlich relativ gut. Und das ist nicht mal eine Woche alt. Ja. Und die anderen sind eigentlich auch relativ gut. Aber ich muss feststellen, wenn ich Werbung mache für die Videos, dann klicken die Leute mehr drauf. Ich mache ja einmal am Tag Werbung bei Facebook für das, was gerade online kommt oder online gekommen ist. Ja. Aber außer für jetzt hier für unseren Abschied, da mache ich vielleicht nur zweimal Werbung, weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, das ist jetzt hier für keinen, was die ganze Zeit die Maschinen wegfahren, verkaufen, wegfahren, verkaufen. Vielleicht für unsere Stammzuschauer, die auch immer zugeschaut haben, wie wir aber alles aufgebaut haben, die gucken das vielleicht ein bisschen. Ja, mal sehen. So, schauen wir mal. So, da kommt er ja angerast. Und, wie viel fuhren noch? Ich glaube, eine noch. Eine noch. Ah, komm, das passt. 10 Minuten sind wir noch gut in der Zeit. Ah, da kommt er um die Ecke gerast. Und, oh, Jürgen, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Oh. Ja, Jürgen, der ist gemietet. Der ist gemietet. Das glaube ich, das muss ich dir leider abziehen. Er rutscht. Er rutscht. Guck mal, wie der rutscht, der. Das ist ein Schlepper fürs Feld. Zack, verkauft, sehr schön. Und ich dachte, wir kommen nicht an die 1,5 Millionen. Ich glaube, hätten wir den nicht gemietet, ja, wäre auch noch eng gewesen. Wir sind jetzt bei 1.440.000. Na, fahr? Nee, ich muss warten. Auf was? Ich komme sonst nicht durchs Tor. Ach so, warum? Jetzt kann ich durch. Ach so, deswegen. Ja, wegen der Gabel.
Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt muss ich wieder unseren Hof besuchen. Das ist der da. Besuchen. So, dann gucken wir mal, was der Jürgen hier noch so alles hat. So. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 oder 16. Ach, da sind noch mal. Also doch mehr Ballen. Ach, dann bleiben halt zwei liegen. Ist auch nicht so wild. Wir haben auch sowieso, wir haben auch die Heuballen vergessen. Wo habt ihr Ja. denn versteckt? Ja, die sind in der einen Halle, habe ich ganz vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Dann sind die. Lassen wir den nächsten Vormieter, Nachmieter. Die In der lassen wir. Halle, da Ja. gärt es schön. Irgendwas ist gut für die Versicherung. Naja, Brandschaden. das ist ja Heu, das ist ja schon trocken. Ja, na gut, okay. Mach mal ein bisschen feucht. Ein Loch ins Dach. So. Armer Bauer. Ich finde es aber schön, dass die letzten zwei Folgen, drei Folgen endlich das hier wieder alles läuft. Veranständig. Ich habe mir schon mal die erste Folge angeguckt. Man sieht es leicht, aber ja, mal gucken. Man kann es nehmen. Man kann es nehmen. So, ich warte jetzt noch auf Jürgen. Der Arme muss noch schuften. So, tja, Für ich kann. einen Hungerlohn. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Und was macht er? Der gönnt sich einen Challenger. Und ich musste den 6-11er haben, nehmen. Ah, Aber du ey. fährst doch gerade mit den Challenger. Ja, weil du mir Ja. den 6-11er unterm Arsch geklaut hast und verkauft hast. Jetzt kommt er schon wieder übers Feld hier gerast. Wieso? Ne, und ist mein. Du bist doch der Bauer, du musst zahlen. Ach so. Ich hafte nicht für deine Sachen, die du verbrichst. So. Ja, dann verkaufen wir jetzt noch die Fuhre und dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht. Schade, dass man die nicht so manuell verkaufen kann. So. Aber Jürgen, ich mach schon mal Platz. Wir treffen uns, würde ich dann sagen, vorne, wo Beim es begonnen. Händler. Nee, wo es begonnen hat. Gut, okay. Beim Haupttor. Da mache ich schon mal das Tor für dich auf. Gut. Oh, hier ist. Oh, guck mal, wir haben sogar ein bisschen Mist liegen. So, hier ist das Tor schon auf. Hier vor dem Schild, wo es angefangen hat mit Silbershusum, wo ich den ersten Screenshot gemacht habe für die ersten Let's Play-Folgen. So. Man sieht die fahren noch mal im Wind, die gucken wir noch mal ein bisschen an. So, Jürgen, wir sind jetzt da gerade dabei. Die letzte Fahrt machst du gerade. Dann fährst du Ja, gleich los, oder? ich fahre gleich los. Du fährst Ja, gleich los. Moment, noch drei Beine. Okay. Wie viel liegen dann noch? Drei Stück liegen noch. Ich bin Ah, noch unterwegs. die können da bleiben. So, Jürgen, auf jeden Fall, jetzt darfst du erstmal reden. Dein Resümee zu LS17 und deine Lieblingsmap Silbershusum. Was ist dein Resümee zu LS17? Also LS17 als solches sehr gut gelungen zum 15er, also hat es einfach ein riesiger Sprung von der Grafikkarte her und dann von den Anfang-Gerätschaften sehr groß, im Gegensatz zu 19. Ja, auch die vielen Modder, die da dabei waren, die dann anschließend dann die Fabrikskripten mit reingebracht haben. Sehr klasse. Und von den Lieblingsmap muss ich sagen, Nordfriesische Marsch. Ich habe auch andere Maps gespielt, wie hier Silberhusum hier. Weil mir gefallen Felder mit Wassergräben. Weiß ich auch nicht warum. Weil wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ja so über 12 Jahre im Ossiland meinen Urlaub verbracht habe, auf dem Campingplatz. Okay. Ja, also weiß ich nicht, also wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, ich liebe, also schon
mehrmals gesagt habe, wenn ich aus dem Fenster gucke, montags möchte ich gerne sehen, wer am Freitag zu Besuch kommt. Also deswegen mag ich solche Maps. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es hügelig ist und so weiter. Aber ich mag es nicht, wenn es zu sehr verwinkelt ist. Also manche Maps sind da so, sag ich mal, ziemlich extrem. Die Straßen sind eng. Stehe ich. Ja. Auch, ah, jetzt geht's. Ja, war ein Foto. Okay. Ich freue mich also bis auf die neuen Maps, die jetzt nebenbei wieder rauskommen. Ja. Und ich spiele, wie gesagt, im Singleplayer oder Multiplayer, je nachdem, was kommt. Ich streue mich vor keiner Arbeit. Habe ich noch nie getan. Und was heißt nie getan? Sagen wir mal, mit 30 ist man weise. Und dann keult man mehr als vorher. Vorher lebt man. Ja. Ja, aber wie gesagt, ohne Arbeit geht die Chose nichts. Da sag ich ja, also funktioniert zu keiner Arbeit zu schade. So, letztes Buch verkauft. So. Ich freue mich, wie gesagt, auf neue Maps, die es kommen. Und wenn die Silberhusum wieder kommt, mit angepasster Schweineverwertung, dann bin ich sofort wieder da. Also gar kein Thema. Ja, das freut mich zu hören. Kein Thema. Weil das ist eine schöne Map. Ja, das stimmt. Das ist eine Map. Vor allem auf der Map bist du auch wieder Bauer und nicht alles andere. Ja, ist richtig. Wo ist, sag ich mal, das Verhältnis? Also ich finde das mit dem Schwein, weiß ich nicht. Ja gut, das ist ja auch aufgebaut, weil Stefan ja auch wirklich nur auf Schweine macht, ne? Ja, richtig. Und er verkauft auch alles. Also ja. Mit Lagern und so weiter ist nicht. Nee. Mittlerweile macht er aber seine eigene Produktion, ne? Über einen Schlachter, so wie ich gehört habe. Ja, er hat jetzt einen Hofladen da. Ja. Hat er sich besorgt, er macht jetzt da was. Ja, vor allem, es kommt daher, weil sein Bekanntheitsgrad also riesengroß geworden ja, ist. Ja, also. Natürlich. Und, für ihn ist es eine Wertsteigerung und auch eine Wertschätzung seiner Arbeit. Ja, weil es ist ein Knochenjob auf dem Lande. Ja. Wenn man bedenkt, also was man an Stunden reinsetzt, ist ja nicht nur im Winter musst du auch arbeiten, ja, also gar kein Thema, aber im Winter arbeitest du, sag ich mal, 6 Stunden oder mal 5 Stunden nur. Und wenn Saison ist, dann bist du 16 Stunden auf dem Bock. Das ist, und du verdienst halt nichts, dann musst du, weiß ich nicht, du musst dazu geboren sein, musst du so, du musst einen Febel dafür haben. Ja, das stimmt natürlich. Und kein Urlaub, nix. Ja, Urlaub nimmst du dir, also es kommt drauf an, was du betreibst, ne? Also wenn du Landschaft ja. Also ich habe einen Vorteil, ich bin beim Bauern groß geworden, mit groß geworden. Also ich kenne noch den, also mit der Bauer, wo wir waren, der hat dann sogar noch Pferde gespannt gehabt. Ja, sein Sohnemann ist mit dem Pent gefahren, deswegen bin ich auch Pent-Fan. Ja. Selber, also selber gepflügt. Das Einzige, was ich immer Probleme hatte, war beim Heu machen, beim Stroh machen. Ja. Das heißt, also wir Kinder, wir saßen dann auf dem Trecker drauf und die hatten keine Druckluftbremse, sondern eine Auflaufbremse. Ne? Ja. Dann musstest du ganz langsam, hast du bis vorwärts gefahren, dann hast du die Bremse gelöst. Ja, und ja. Dann bist du losgefahren. Kein Thema, ne? Und dann bist du also 2-3 Meter vorgefahren, wie der Bauer dann daneben herging, und der hat dann, die Frauen waren auf dem Wagen, und der hat mit der Forke dann die Beine raufgeschmissen, ne? Ja. Und du als Kind musstest dann anhalten, und wenn du dann extrem ruckzuck auf der Bremse gestanden hast, ne? Dann ist der Bauer vom Wagen gefallen. Okay. So, jetzt kommt das Foto von da, ja? Ja. So, wir machen hier nochmal schön. Der hat zwar nicht viel jetzt im Let's Play zu tun, aber ich weiß nicht, soll ich den wegmachen? Soll ich den da lassen? Lass ihn da. Komm, warte mal. Der muss noch anders stehen, da sieht man nicht gut. Warte mal. Aber das Foto machen wir gleich. Das können wir gleich nochmal in Ruhe machen. Ja, also Jörg, also Entschuldigung, ich muss den Knopf drücken. So, Jürgen.
Ich bin genau der gleichen Meinung wie du, auch zu LS17, was wir jetzt alles geschafft haben und gemacht haben. Ich gehe ganz stark von aus, dass wir im LS19 auch wieder was zusammentreiben. Ja, wir treiben's. Hart und dreckig im Schlamm. So, liebe Leute, das war jetzt wirklich die allerletzte Folge LS17 für dieses Jahr. Das haben wir sogar in 2018 noch geschafft. Wir haben das Projekt LS17, sage ich schon wieder, Sibbasusum, nicht ganz komplett abgeschlossen. Wir waren mal gerade beim Drittel oder am Viertel haben wir jetzt abgebrochen, weil LS19 rauskommt. Wir da gerade spielen wie wild alle. Ja, was soll ich noch großartig zu sagen? Ich danke euch, dass ihr diese ganzen Folgen, das ganze, die ganze Playlist, ganze Let's Play verfolgt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in den anderen Projekten mit reinschaut. Vielleicht ist das auch was für euch. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in den anderen Projekten. Und jetzt ist der Jürgen als letztes dran. Schweren Herzens sage ich Tschüss aus dieser Map und auch aus diesem Jahr. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch und euren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Das wünsche ich euch auch. Auf Wiedersehen. Tschüss.